Kelbinur Sidik ist eine von zahlreichen chinesischen Frauen, die berichten, in der hauptsächlich von Muslimen bewohnten Provinz Xinjiang zwangssterilisiert worden zu sein, gegen ihren Willen. Sidik gehört der ethnischen Minderheit der Usbeken an. Wie viele andere beschuldigt sie China des Völkermordes. Die Regierung in Peking wolle gezielt die muslimische Bevölkerung treffen, darunter Uiguren und Usbeken. Sidik hat nun in den Niederlanden Asyl beantragt. Die Frauen im Lager mussten regelmäßig Operationen zur Geburtenkontrolle über sich ergehen lassen. In jeder Gemeinde hat die chinesische Regierung kleine Kliniken errichtet. Das sind keine offiziellen Krankenhäuser, aber jeden Tag wurden 10 oder 20 uigurische Frauen aus dem Lager zu diesen kleinen Kliniken gebracht, um sterilisiert zu werden. Auch ich. Diese Kliniken sind nicht nur für die uigurischen Frauen im Lager, sie sind für alle Uiguren in der Gegend. Manchmal werden Leute aus dem Lager in die Kliniken gebracht, aber eben auch nicht Inhaftierte. Im Mai 2019 musste ich mich dieser Operation unterziehen und seitdem bin ich behindert. Ich konnte nicht mal entscheiden, was sie mit meinem eigenen Körper machen. Menschenrechtsaktivisten zufolge interniert China seit Jahren Angehörige von Minderheiten in Xinjiang in Lagern. Peking spricht hingegen von Arbeitsprogrammen. Xinjiang verzeichnete jahrzehntelang eine der höchsten Geburtenraten. Zwischen 2017 und 2019 halbierte sich die Zahl der Geburten fast, wie das australische Recherchezentrum ASPI feststellte. Die Ein-Kind-Politik wurde 2016 in China abgeschafft. Die Regierung versucht, die Zahl der Kinder anzuheben. In Xinjiang aber wird laut Menschenrechtsorganisationen eine kompromisslose Familienplanung durchgesetzt. Demnach gibt es dort Quoten für Sterilisationen, Zwangseinführungen von Spiralen und Gefängnisstrafen für Menschen, die zu viele Kinder haben.